Hallo und herzlich willkommen zu den Whisky.de News am 31. Januar 2022. Und wir haben wieder eine Reihe Nachrichten über die Welt des Whiskys. Heute, sehr interessant, etwas weniger über Schottland und mehr vom Rest der Welt. Aber wir fangen natürlich mit Schottland an. Und zwar mit Louis Vuitton Moët Hennessy und den zwei Brennereien Glenmorangie und Ardbeg. 2021 war ein Rekordjahr für Glenmorangie und Ardbeg. Und das Unternehmen berichtet jetzt, dass sie zig Millionen Pfund in die Produktion von Ardbeg und Glenmorangie investieren wollen. Wir haben schon berichtet, sie haben ja Glenmorangie über die Jahre schon sehr viele Brennblasen. Jetzt dieses neue Lighthouse für kleinere Auflagen und experimentelle Auflagen. Und Ardbeg hat jetzt auch 4 Brennblasen statt 2 Brennblasen. Was wollen Sie jetzt investieren? Noch mehr Brennblasen? Nein. Wenn man in Brennblasen investiert hat, dann hat das natürlich Folgen. Und zwar müssen die Brennereien jetzt in Abfüllanlagen und Lagerhäuser investieren. Erstmal natürlich in Lagerhäuser. Und zwar wollen sie 16 neue große Lagerhäuser bauen. Und irgendwann dann auch eine Hochgeschwindigkeitsabfüllanlage. Ja, also die Brennblasen produzieren jetzt flott mehr Rohbrand, aber dieser Rohbrand will auch irgendwo gelagert werden. Und jetzt mit mehr Brennblasen ist das Gleichgewicht des Auslagern des Whiskys und des Einlagern des neuen Rohbrands ein bisschen außer Gleichgewicht gekommen und jetzt müssen mehr Lagerhäuser gebaut werden. Gut, also die müssen jetzt in der nach dem Brennen Produktion noch etwas investieren in den nächsten Jahren. So, als nächstes kommen wir zur Eden Mill Distillery. Und diese wurde an eine Beteiligungsgesellschaft verkauft. Der Käufer ist Inverlate LLP. Über den Kaufpreis wurde leider nichts gesagt. Der Verkauf erhält auch die Verpflichtung, eine neue Brennerei am Eden Campus der St. Andrews University zu bauen. Es soll auch ein Besucherzentrum beinhalten, das 2023 eröffnet werden soll. Mitbegründer der Distillery Paul Miller wird die Geschäfte von Eden Mill aber weiterleiten. Gut, das war's von Schottland, diesmal nicht so viel. Und jetzt gehen wir weiter in den Süden Richtung England. Und zwar gehen wir zur Bimber Distillery. Die präsentiert den Apogee Apogee Nummer 12. Ein 12-jähriger Pure Malt. Pure Malt ist kein geschützter Begriff. Und damit zeigt man die Kunst des Blendings. Denn es ist ein Blend mit mindestens 12 Jahren aus Single Malts von nicht genannten Destillerien aus den Highlands und der Speyside. 46,3% ohne Kühlfilterung, ohne Farbe, 25.000 Flaschen und auch bei whisky.de erhältlich. Dann haben wir noch eine größere Nachricht aus England wieder. Cotwells Distillery expandiert deutlich. Also die englische Brennerei vervierfacht die Produktion. Und im Sommer 2022 soll der Bau einer neuen Anlage eben auf dem Gelände in Stourton abgeschlossen sein. Und nach dieser Expansion wird dann die Cotswolds Brennerei die größte produzierende Brennerei, Whisky-Brennerei Englands sein. Ja. Aber England ist nicht so bekannt für Whisky als Schottland. Wie Schottland. White Peak, auch eine englische Brennerei, gibt ein neues Whisky-Debüt. In Derbyshire, England, ist diese White Peak Distillerie ansässig und sie bringt ihren ersten Single Malt hervor. Den Wireworks Whisky. Wireworks Whisky. 50,3% und ein leicht getorfter Single Malt aus England. Ja, congratulations. Dann geht's weiter. Nicht mehr mit England, sondern mit Irland. Teeling veröffentlicht zwei seltene 32-jährige alte Single Malts. Das ist die Teeling Vintage Reserve Collection von 1989 destilliert. Der zweite ist ein alter Single Malt der Brennerei. Sie reiften in Ex-Rumfässern und genossen eine zusätzliche Reifung in PX-Fässern. Und nur auf 750 Flaschen limitiert. Dann haben wir noch eine Nachricht aus dem internationalen Bereich, so eine ganze Menge. Erst geht es zu McMurrah. Die bringen eine Special Cask Edition raus und jetzt mit dem Winter Label. Ja, also im letzten Sommer stellt die schwedische Brennerei so ihre neue Special Cask Edition vor. Also Special Cask Edition, SCE heißt die bei denen abgekürzt. Und die ist ausschließlich aus verschiedenen 30 Liter Single Casks. Mit dem Winter Label kommt ein weiterer Batch auf den Markt und ist mittlerweile der vierte.
Dann haben wir eine auf darauffolgende Nachricht. Ich hatte ja mal berichtet über die Versteigerung der größten Whisky-Sammlung der Welt von Pabst Whisky Collection. Und jetzt haben sie die wirklich versteigert. Und zwar in insgesamt 23 Auktionen wurden 9000 Whiskyflaschen versteigert. Und darunter wirklich, ja, Rohdiamanten oder ja, versteckte Diamanten. Und insgesamt hat sich die Versteigerungssumme auf 3,36 Millionen Pfund, das sind in etwa 4 Millionen Euro belaufen. Also, das war eine sehr, sehr, sehr teure Whisky-Sammlung und jetzt ist sie verkauft. Ja, also der Titel der größten oder teuersten Whisky-Sammlung ist wieder offen. Dann haben wir noch einen Rechtsstreit und wer streitet sich? Ja, wieder einmal die SWA, aber diesmal wird die SWA, ja, verklagt, so wie ich das verstanden habe. Und zwar die Macaloni's Caledonian Brewery und Distillery erwägt jetzt eine Handelsbeschwerde bei der Europäischen Union gegen die SWA. Und da geht es darum, dass verschiedene ja, Waren aus Kanada, Single Malts, ja, nicht in Europa verkauft werden sollen, laut SWA, weil es ja diese fiktiven oder auch normalen Namen zu sehr einen schottischen Charakter und die Marke Scotch damit nachmachen würden. Und ja, jetzt erwägt eben dieser kanadische Whiskyhersteller eine Handelsbeschwerde bei der Europäischen Union wegen Gefährdung des Handels durch die SWA. Und das war jetzt mal die Nachricht, so ein bisschen Hintergrundwissen dazu. Die SWA hat gegen einen Deutschen gewonnen. Ich glaube, das war Glenn Buchenbach, dass er nicht Glenn schreiben sollte, weil das die Schotten nachahmt. Aber so wie ich es verstanden habe, hatte auch schon mal die SWA gegen Kanadier verloren, weil die Kanadier diesen Namen schon ewig hatten und es schottische Auswanderer waren, die diesen grammatischen Namen dort rübergetragen haben. Also die Chance, dass die Macaloni's Caledonian Brewery and Distillery gewinnt, ist bedeutend höher, weil sie eben ja den Background dahinter haben, weil sie die historische Tradition dahinter haben und weil sie den Namen sicher auch schon mehrere Jahre führen. Wir werden sehen, wenn da was rauskommt, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ansonsten war es das dieses Mal mit den Nachrichten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.